Und da gibt es eben diese pauschale Unterstellung, der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet. Da wird immer erwähnt, dass eben die Muslime Kriege geführt haben und das zeigt eben, wie schlimm die Muslime sind. Eine Welt ohne Krieg, das wäre natürlich wunderschön. Okay? Aber dies gibt es nun mal nicht in der Geschichte der Menschen. Deswegen kann niemand kommen und sagen, die Muslime sind schlecht, weil sie Kriege geführt haben. Also die ganze Welt hat Kriege geführt. Seit es Menschen gibt, gibt es Kriege. Die zwei Söhne von Adam haben, der eine hat den anderen getötet, damit hat es angefangen. Mit dem ersten Mord auf dieser Erde. Das heißt, dass man sagt, dass die Muslime überhaupt Kriege geführt haben, die Sahaba, das ist ein Problem, das kann nicht sein. Es gab zwei Gründe für die Kriege. Der erste Grund ist, Muslime werden unterdrückt. Und dann zieht die islamische Armee der Sahaba hinaus, um diese Muslime zu beschützen. Das ist der erste Grund. Grund Nummer zwei ist, dass die Sahaba den Islam den Menschen bekannt machen wollten. Das heißt, sie sind hin und haben mit den Leuten geredet, hört mal zu, der Islam ist die Religion Allahs und so weiter. Und dann wurden sie bekämpft. Damals gab es nicht diese Meinungsfreiheit, dass du einfach mal in dieses Land gehen kannst und aufklären kannst. Nein, du wirst unterdrückt, du wirst gefoltert. Also war eben das Problem oder der Grund, warum Kriege geführt wurden, die Hindernisse zu beseitigen, und zwar die materiellen. Das heißt, sie wurden angegriffen. Ihr dürft nicht zu Allah aufrufen. Ihr dürft nicht über den Islam reden. Wir werden euch bekämpfen. Sollen denn die Sahaba sagen, okay, dann sind wir ruhig. Machen wir keine Dauer mehr. Natürlich nicht. Das ist ihr Recht. Das ist sogar ihre Pflicht, zu Allah aufzurufen. Und wenn sie dann angegriffen werden, dann wehren sie sich.